Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin euer Held Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Mini-Projekt von mir, was ich euch gerne vorstellen möchte. Ich bin gerade frisch auf dieses Game gestoßen. Es ist Thalador, ein kostenloses Online-Flash-Game. Ich habe nur in den Kommentaren gelesen, dass es wirklich erschreckend und unheimlich sein soll. Keine Ahnung, es soll recht kurz sein, keine Ahnung, irgendwie mit einem Counter oder sowas. Beziehungsweise mit einem Timer. Ich sag einfach mal, wir probieren es mal aus. Ich klicke jetzt mal auf Wake Up und gucken mal, was passiert. Okay, da wachen wir auf. Justiere nochmal eben kurz das Bild. So, genau. Okay, hier sehen wir ein kleines Mädchen sitzen. Wir können das Geschehen nur mit unserer Maus steuern, okay? Oh, nettes Bild. I know a story. The story is true. I believe it, and you will too. Oh, das ist anscheinend ein Reim. Another entity has entered this world. Dark and dangerous. The evil unfurls. Find my marbles before time is through, and I will share my secret with you. Okay, wir sollen anscheinend ihre Murmeln in einem bestimmten Zeitraum finden. Dann wird sie uns irgendwas Tolles mitteilen, keine Ahnung. Gucken wir mal, was sie will. So, okay, hier drehen wir uns erstmal um. Können wir irgendwas gucken? Hä? War hier irgendwas grün geworden? Ne, hab ich irgendwas gesehen oder spinne ich jetzt? Ne, okay, hier scheint nur irgendein Crap zu sein. Ich sehe aber auch gerade den Timer irgendwie nicht. Naja, ist ja egal. Man, ich werde es ja merken, was? So, was ist das denn? Ah, okay. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas anklicken? Murmeln sind ja nicht gerade für ihre Größe bekannt. Okay, hier ist anscheinend nichts, oder? Okay, gehen wir wieder zurück. Dann halt nicht. So, noch weiter zurückgehen, okay. So, ich möchte gerne mal umdrehen. So, da sind wir hergekommen. Geht es hier noch irgendwas? Okay, da kommen wir her. Okay, können wir hier noch irgendwas anklicken? Nee. Okay. Okay, dann gehen wir mal raus. So, hier hoch. Da kommen wir irgendwie nicht rein, keine Ahnung. Aber hier, guck, gehen wir erstmal hier hin. Nach links, was haben wir denn hier Tolles? Oh, eine Murmel! Ha! Eine Murmel gefunden. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Okay, oh, hier oben können wir auch noch was anklicken. Bis jetzt geht's ja eigentlich. So. Okay, ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hier lang gekrabbelt sind, aber... Ah, noch eine Murmel. Das geht ja recht fix anscheinend. So, gehen wir mal wieder zurück. So, das sieht auch aus wie so ein Gesicht da unten. So, dann drehen wir mal um. Wo kommen wir denn hier hin? Genau, hier wollen wir noch hin. Nee, halt. Da war doch noch so ein anderer Gang. Nee, umdrehen. Genau, hier wollen wir hin und dann einmal nach hier. Genau. Das war ziemlich uncool jetzt. Da so. Oh Gott. Na super. Okay. 1:0 für das Game. So, was haben wir hier? Oh Gott. Haben wir hier denn noch irgendwas zu entdecken? Nö, 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 nö. Okay. Naja, gehen wir wieder zurück. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Bup. Hallo, hallo, hallo. Okay, upstairs. Okay, hier ist nichts. Na, geht schon hoch. Wo war das denn hier? Okay, was ist da denn los? Oh, wenn man die aber irgendwie jetzt hier immer finden soll, diese kleinen Dinger, dann ist das ja schon recht schwierig. Okay, da ist ein... Oh, wir können rausgucken. Hallo. Was? Jump? Ey, das war nicht cool. Das war überhaupt nicht cool. Oh, okay. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn hier? Geht's noch weiter nach oben? Ich möchte aber gerne in so eine Tür rein. Na, dann gehen wir halt auf den Dachboden. Na, komm. Hallöchen. What the matter, huh? Was geht hier oben vor? Okay, irgendwelche Nummern. Ich kann ja aber, glaube ich, nichts anklicken. Da oben irgendwas? Nö, okay, gehen wir weiter.
Hier irgendwas. 25. Irgendein Zettel. Auch irgendein Zettel. 6, 16, 16. Ach, keine Ahnung. 23. Was muss ich hier tun? Muss ich mir das merken? Ich habe keine Ahnung. Ha. Ja, du mir auch, ha. Okay, hier geht's anscheinend wieder runter. Oh, Jesus. Ah, huh? Okay. Oh. A fault error pulled. Okay, das ist nicht so wirklich hilfreich. Können wir hier irgendwas öffnen? Okay, drehen wir uns nochmal um. Da war aber doch gerade noch irgendeine Kammer. Oh, okay. Genau, hier war das, glaube ich. Hallöchen. Egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oh, es geht wieder runter. Oder laufen wir im Kreis? Ich weiß es nicht. Oh, was ist das denn? Hallo. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier dieser Counter sein soll. Aber wahrscheinlich bedeutet dieses Gesinge jetzt nichts Gutes. Oh, wir können immer nur weiter runtergehen. Oh, gehen wir jetzt in den Keller. Ach, wir sind wieder hier unten, oder irre ich mich jetzt? Oh. Hallöchen. Is there a marble in it? Okay, hier kann ich nichts anklicken. Oder? Ja, wenn nicht, finde ich es nicht. Keine Ahnung. So, dann hier. Ah. Eine Murmel. Sehr schön. Eine weitere. Okay. Möchte ich jetzt erstmal hier weitergehen? Was ist da? Kommen wir da nochmal dran? Oder Kerteminde Nummer 40. Okay. Was ist hier? Ah. Oh, verdammt nochmal. Ich habe doch nicht mehr irgendwas gedrückt. Aber wir haben eine weitere Murmel gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja. Nochmal, noch einen Schritt weiter zurück, bitte. So. Haben wir hier irgendwas? Ne, hier? Da oben ist nichts. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Keine Ahnung. Was ist hier? Na, komm. Ach so, da. Okay. Noch weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Oh, ein Topf. Ah! Noch eine Mummel. Okay. Aber wo sind jetzt die restlichen? Von keine Ahnung wie vielen. Okay, gehen wir nochmal hier oben hin. Ihr habt doch irgendwas übersehen. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Kommen wir da rein? Nee. We're unable to take your call right now. But if you leave us your number, we'll be sure to be in touch real soon. Können wir jetzt hier was hinschreiben? Oh, keine Ahnung. Ich gebe hier mal meine Nummer. So. Oh. Ich glaube, das war nicht gut. Nicht schlau. Okay, wo können wir denn noch weiter suchen? Geht's jetzt hier schon wieder raus? Ne, ich möchte noch nicht raus. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Keine Ahnung. Aber wir können ja auch nichts mehr anklicken. So wirklich. Hm. Hm. 30. Können wir nicht hier rein? Das ist doch offen. Ich möchte hier rein. Wo soll denn hier noch so eine fucking Murmel sein? Okay, gehen wir noch ein Stück nach vorne. Wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder. Okay, nee, hey, doch nicht. Geh nochmal zurück. Ah, oh, jetzt habe ich mich aber verlaufen hier. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier rein. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt noch hin sollen. Oder was mit der Telefonnummer oben. Sind zwar an der Tür die ganze Zeit irgendwelche Nummern und an diesen komischen Öffnungen für einen Schornstein oder was das auch ist. Für den Rauchabzug, keine Ahnung. Aber des Weiteren finde ich hier nichts. Genau, hier war das ja. Das sind ja diese Abzüge. Ist hier was drin?
Hier muss doch irgendwie noch was sein. Die scheiß Murmeln. Okay, ich guck nochmal hier am Anfang nach. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, hier geht's nur wieder hoch. Da an der einen Seite, da habe ich das ja eingesammelt. Was sind das, Schritte? Oder wird's jetzt Zeit? Ich glaube, mir läuft die Zeit davon. Was muss ich jetzt tun? Oh. Okay, hier ist das Telefon. Aber hier kann ich nichts tun. Es ist vielleicht nur irgendeine Murmel versteckt. Ah! Okay, hö. Nee, nicht da, schon wieder lang. Okay. Ups, maybe next time you have found 5 marbles. You scored 5000 points. Try again. Ja, gut. Ja. Es hat ein paar nette Jumpscales. Ich konnte jetzt aber leider nicht einsehen, wie hoch der Timer war, beziehungsweise wie viel Murmeln ich noch finden musste. Jetzt zum Schluss bin ich ein wenig stecken geblieben. Ich habe nicht wirklich noch was gefunden, aber ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und vielleicht versucht der ein oder andere das Game ja auch einmal.